Das ist mein vorletztes Video, versprochen, echt mein vorletztes Video, wo es um rattenscharfe Sachen geht, die nichts mit Uhren zu tun haben. Hallo und willkommen bei WatchMaxes. Naja, ihr wisst es, keine Uhren, diesmal wieder Messer. Und zu meiner Messersammlung gibt es jetzt mein drittes Video. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Auch wenn du nicht an Messern interessiert bist und nur zufällig reingeklickt hast und dir meine anderen Videos gefallen, kannst du mich unterstützen, indem du nicht deabonnierst, sondern vielleicht einfach nur wegklickst, wenn es dich nicht interessiert. Falls es dich interessiert, lass gerne einen Daumen nach oben da. Falls noch nicht geschehen, abonniere auch gerne. Ich zeige zwar keine Messer mehr dafür, regelmäßig interessante Uhren, falls du da Interesse dran hast. Bleib gerne dabei, abonniere mich und freue dich über die nächsten Videos. Heute geht es um den dritten Teil meiner Messersammlung. Ich werde euch meine Messer aus Frankreich zeigen, was ich damit gemacht habe, warum ich sie mag. Und ich werde auch eines dazu packen, was nicht aus Frankreich kommt, aber wenn ich es euch zeige, werdet ihr wissen, warum ich es in dieses Video reingepackt habe. Ja, das ist also meine Ansammlung von Klappmessern. Ich zoome mal ein kleines bisschen rein. Heute soll es gehen um die Messer französischer Herkunft mit einer Ausnahme. Aber das werde ich euch sagen, warum ich das in diese Auswahl mit reingepackt habe. Weil ich einfach glaube, dass es in dieser Auswahl sehr gut aufgehoben ist und nicht zu den sonstigen Messern gehört. Ja, in meinem letzten Video, was ich euch gezeigt habe, ging es ja um meine Schweizer Messer Victorinox Wenger. Heute soll es um meine Messer aus Frankreich gehen und wie ihr sehen könnt, das Ganze ist sehr Opinel-lastig. Für die, die es noch nicht kennen, fangen wir mal mit Opinel an. Zum Ersten ist es ganz gut zu wissen, wo man beim Opinel die Größe findet. Hier oben auf dem Metallteil steht die Nummer eingraviert. Das hier ist die Nummer 10, also ein etwas größeres Messer. Hier haben wir die Nummer 7, ein etwas kleineres. Und damit könnt ihr die Größe des Messers bestimmen. Opinel sind die klassischen französischen Landarbeitermesser aus einem Holz mit einem Metallkopf, der sich drehen lässt, und zwar so drehen lässt, dass die Klinge entsprechend verriegelt wird. Das läuft hier etwas schräg zu, schiebt sich unter die Klinge und damit ist die Klinge dann fest verriegelt. Erst wenn man den Ring zurückschiebt, lässt sich die Klinge einklappen, wieder verdrehen. Und die Klinge ist auch im geschlossenen Zustand verriegelt. Das ist die Grundidee hinter den Opinel-Messern. Opinel gibt es in unterschiedlichen Varianten und Größen. Das ist die klassische Variante mit dieser Form und diese etwas überstehende Nase, die auch einen Grund hat. Denn hier oben könnt ihr sehen, das Holz ist unversiegelt. Das ganze Messer besteht aus Holz. Das heißt, wenn es nass wird, passiert es hin und wieder, dass das Holz aufquillt und die Klinge hakt. Und es ist wirklich so gedacht, dass man dann mit dieser Nase auf eine harte Oberfläche haut, damit die Klinge rauskommt und man es dann öffnen kann. Sobald das Holz getrocknet ist, hakt und klemmt es nicht mehr. Das ist die Grundidee hinter den Opinel. Es gibt noch andere Varianten, andere Griffvarianten. Mittlerweile gibt es die aus Horn, aus Metall, aus Kunststoff, mit Rettungspfeife, allen möglichen Kram, worauf ich aber hier gar nicht weiter eingehen möchte. Etwas weiter eingehen möchte ich auf dieses Messer hier. Und zwar ist das das Opinel Kindermesser. Es ist zwar scharf, hat aber eine abgerundete Spitze, sodass eine Verletzung eher ausgefallen ist. Es wird als Kindermesser verkauft. Bei uns in der Familie läuft es eigentlich unter dem Namen Nutella-Messer, weil aufgrund der Form der Klinge ist es fantastisch geeignet zum Brote schmieren.
Also das ist das Nutella- oder Kindermesser. Eine weitere Variante des Opinel ist diese Form. Und hier seht ihr schon, dass die Klingen und die Griffform deutlich abweichen. Hier haben wir die nach oben laufende Hechtklinge sowie den sich nach hinten verbreiternden Schwalbenschwanzgriff. Hier haben wir eine sich verjüngende Griffform, die nach unten abfällt und damit relativ angenehm in der Hand liegt, nicht drückt, aber auch wenig Griff bietet am Ende, sowie eine relativ spitz zulaufende Drop-Point-Form der Klinge. Ich muss ganz ehrlich sagen, hundertprozentig gefällt mir weder dieses Messer, weil mir der Griff am Ende zu schmal und zu dünn ist. Und mir gefällt auch diese Klingenform, diese Griffform nicht hundertprozentig, weil beim langen Arbeiten drückt diese Nase hier hinten doch ziemlich in die Hand, gerade wenn man das Messer etwas weiter hinten packt. Ihr könnt das sehen, das drückt doch schon ziemlich rein und erzeugt da einen Hotspot, der wehtut. Und diese Klingenform ist nicht so schön, wenn man etwas feinere Arbeiten mit der Spitze durchführen möchte, weil die Spitze nach oben geht. Man muss doch den Arm ziemlich verbiegen. Das ist der Grund, weswegen ich mir einige meiner Opinels angepasst habe. Ihr könnt übrigens sehen, das Messer hier hat eine komplett andere Farbe und auch die Klinge hat eine ganz andere Farbe, was daran liegt, dass wir hier den Inox, das heißt den rostträgen Stahl, verbaut haben. Und bei diesem Messer hier haben wir einen rostenden Stahl, einen Carbonstahl, der dazu führt, dass die Klinge eine gräuliche, bräunliche Farbe annimmt und etwas Pflege bedarf. Das ist also der Hintergrund für diese Klingenform. Das müsste übrigens ein Opinel Nummer 8 sein. Was ich gemacht habe, ist Folgendes. Ich habe sowohl den Griff modifiziert, etwas schmaler gehalten und diese doch sehr ausgeprägte Nase hier am Ende habe ich rausgeschliffen. Und ich habe den sich nach hinten etwas verbreiternden Schwalbenschwanz ein klein wenig eingeschliffen und die gesamte Messerform etwas abgerundet. Hier habe ich die Aufschlagnase noch stehen lassen. Und das Messer ist insgesamt sehr schön. Des Weiteren habe ich aus der Hechtform der Klinge eine Drop-Point-Form gemacht. Ich bin ein großer Freund dieser Klingenformen, weil die für mich wesentlich alltagstauglicher im Alltag viel öfter anzuwenden ist als die nach oben gebogene Hechtform. Das ist also mit das Opinel, was ich am häufigsten benutze und was bei mir am häufigsten im Einsatz ist. Bei diesem Opinel 7 ist es, glaube ich, habe ich die gleiche Modifikation vorgenommen, den Griff etwas verjüngt, den Knauf raus, den Aufschlagpunkt stehen lassen. Auch das ist eine Carbonklinge, die aber noch nicht so stark gebraucht ist wie diese hier. Man sieht also, die Klingen altern unterschiedlich schnell. Auch diese Klinge wird irgendwann so aussehen wie diese Klinge hier unten. Da sieht man schon die ersten Spuren. Für reine Taschenmesser, die ich wirklich auch in der Hose trage und auch länger in der Hose trage, habe ich die Modifikation etwas weitergeführt und habe auch diese Nase hier unten weggeschliffen, weil dadurch das Messer insgesamt eine wesentlich schlankere Form bekommt. Und das ist wirklich jetzt ein Messer, was man sehr gut in der Hosentasche tragen kann. Ihr seht es, wenn ich es auf die Hand lege. Es ist kein sehr großes Messer, aber sowohl was die Schnittleistung, Schnitthaltigkeit
als auch die Stabilität betrifft, durchaus ein sehr gut zu gebrauchendes und ernstzunehmendes Messer. Ähnliches habe ich auch hier gemacht. Auch hier wieder zur Droppoint-Form geschliffen und den Griff etwas abgerundet und modifiziert, damit er besser in die Hosentasche passt. Das sind so die klassischen Opinels. Hier noch zwei weitere Nummer 7 mit unterschiedlichem Holz, unterschiedlichem Stahl, nicht modifiziert. Das hier ist zwar kein französisches Messer, sondern ein italienisches Messer. Es passt aber sehr schön in die Riege der Opinel rein, weil die Grundidee ist eine ganz ähnliche. Und zwar handelt es sich hierbei um das Old Bear, was ich auch modifiziert habe. Da komme ich gleich noch zu. Anders als bei Opinel wird hier nicht ein Ring verschoben, sondern ein Metallschieber wird unter die Klinge verschoben mit Hilfe dieser Nase hier, was aber ebenfalls sehr gut hält. Auch hier haben wir oben Holz, was, wenn es feucht wird, dazu führt, dass das Holz aufquillt und die Klinge verklemmen kann. Deswegen hat das Old Bear in der Originalversion auch die etwas größere Nase. Es ist auch bestimmt 5 mm länger, hat hier die größere Nase und auch die Hechtform, was ich beides rausgenommen habe. Ich habe das Messer unten abgesägt, nachgeschliffen, habe die Klinge etwas gekürzt und zu einer angedeuteten zweistufigen Droppoint-Klinge gemacht, wodurch das Messer für mich wesentlich alltagstauglicher und auch hosentaschentauglicher geworden ist. Dieses Muster auf der Klinge, die übrigens auch eine Carbonklinge ist und damit auch rostet, habe ich erzeugt mit einem Essig-Senf-Gemisch, einfach ein bisschen draufgetan, ein bisschen rumgespielt und dann verfärbt sich die Klinge entsprechend. Mit entsprechender Politur bekommt man das locker wieder raus, aber ich mochte einfach den Anblick eines komplett modifizierten Messers. Wenn man vermeiden möchte, dass die Messer Feuchtigkeit ziehen und die Klinge verklemmt und das Holz aufquillt, gibt es unterschiedliche Varianten, angefangen vom Beträufeln mit Wachs. Es gibt auch im Internet etliche Videos, dass die Opinel frittiert werden, also wirklich in heißes Öl gepackt werden. Dafür muss man die Klinge sinnvollerweise entfernen. Am besten nimmt man eine Sprengringzange, entfernt den Ring, schlägt den Bolzen raus, entnimmt die Klinge und frittiert dann das Holz 5 bis 10 Minuten, dass das heiße Fett in das Holz einziehen kann. Damit wird das Holz wasserresistent, verändert etwas die Farbe. Ein Riesenaufwand für ein Messer, was 10 oder 12 Euro kostet. Ganz im Ernst, dann schlage ich lieber mal kurz irgendwo drauf, öffne die Klinge, warte eine halbe Stunde, bis das Holz getrocknet ist und Feierabend. Wer das nicht möchte, kann diese Messer auch im Sinne des Wasserschutzes und der Wasserresistenz modifizieren. Stichwort hier ist Opinel frittieren. Einfach einmal bei YouTube suchen. Das ist ein Messer, was ich mir aus Saint-Malo, französische Atlantikküste, mitgebracht habe. Von dieser Art gab es dort sehr viele Messer. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich vermute, es ist der britannische Dialekt. Französisch kann ich zumindest einigermaßen aussprechen, auch wenn ich nicht bei weitem nicht alles verstehe, aber ich weiß zumindest, wie man es ausspricht. Hier habe ich keine Ahnung. Im Grunde ist das eine Messerform, die ich gar nicht so gerne mag, weil es läuft mir zu spitz zu. Es ist nicht ideal zum Arbeiten, es ist ideal, um irgendwas zu bohren oder zu durchstechen. Beides kommt in meinem Alltag aber nicht so häufig vor. Ich schneide mehr, bearbeite Gemüse oder Obst oder Papier oder Holz. Und für alles das ist diese Klingenform mit der relativ wenig gebogenen, aber sehr spitz zulaufenden Klinge nicht ideal geeignet. Zudem kommt diese Kronen- oder Zahnradoptik, ist relativ scharfkantig, das heißt,
Wenn man etwas weiter nach vorne rutscht, stört das sogar etwas beim Arbeiten, je nachdem, wie man die Hand hält. Insofern ist das für mich eine wunderschöne Urlaubserinnerung, aber kein Messer, was ich wirklich brauche. Brauchen im Sinne von doch regelmäßig im Einsatz und der Hosentasche sind meine Lajol. Ich habe zwei Lajol en Aubrac. Das ist eins mit einer einfachen Platine und einem Wacholderholzgriff. Es riecht fantastisch, also wirklich ganz, ganz toller Duft, selbst nach vielen, vielen Jahren noch. Es ist scharf, es ist schnitthaltig, aber aufgrund der Größe des Messers und der relativen Feinheit des Griffes ist das ein Messer, was nicht für harte Einsätze geeignet ist. Es ist für Obst, Gemüse, zum Schneiden im Alltag. Also mehr ein Gentleman als ein Outdoor-Messer und damit kann ich sehr, sehr gut leben. Ich mag diese Ledersteckhüllen, weil wenn ich die Messer mal bearbeitet habe, es kommt ein Tropfen Öl dran, dann möchte ich das nicht in der Hose haben. Insofern sind diese Ledersteckhüllen für mich immer eine gute Wahl. Vor 2 oder 3 Jahren zum Geburtstag habe ich mir dann ein etwas aufwendigeres Lajol geschenkt. Und zwar ist das ein Lajol mit Doppelplatine. Ich kann die mal nebeneinander halten, dann seht ihr es. Es ist also deutlich breiter. Und wo ihr hier nur eine Lage Metall habt, das ist also die Rückenfeder, habt ihr hier 2 Lagen Metall, die neben der Rückenfeder geführt werden, was dem Messer zum einen mehr Gewicht, mehr Stabilität verleiht und auch den Griff etwas dicker macht, wodurch es beim Schneiden etwas angenehmer in der Hand liegt. Für alle, die sich noch nicht mit Lajol beschäftigt haben, ganz interessant finde ich, dass die Gravur der Rückenfeder, also das Muster, was auf dieser Rückenfeder verarbeitet ist, im Prinzip, ja, wie kann ich es jetzt halten? Ich lege es mal so hin und zoome mal ran. So, jetzt zoome ich mal ran, weil das echt interessant ist. Dieses Muster auf der Rückenfeder ist wie eine Unterschrift, wie eine Signatur des Messermachers. Denn jedes Lajol wird komplett von einem Messermacher gemacht. Es ist also keine Fließbandarbeit und keine Arbeitsteilung, sondern ein Messermacher macht das komplette Messer. Und dieses Muster auf der Rückenfeder sagt dem Kenner bzw. auch der Schmiede, wo das Messer hergestellt wird, welcher Messermacher genau dieses Messer gemacht hat. So viel zu meinen Messern französischer Herkunft. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So, kommt nur noch ein Video zu Messer, nur noch eines, und das ist mein restliches Sammelsurium geerbte alte Stücke amerikanische Messer, Messer aus Asien, billigen Schund, aber auch sehr hochwertige deutsche Messer. Das wird mein Sammelsurium im nächsten Video sein. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Sammlungen. Mir ist das völlig egal, was Modellautos, Briefmarken, Kaffeetassen, Bierdecke, Messer, Uhren, Füller, Ringe, was auch immer es ist, erfreut euch dran, denn dafür sammelt ihr ja. Bleibt gesund und freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.